So, was ich jetzt persönlich noch gern machen würde, sind die Augen scharf stellen und die Lippen. Das mache ich, indem ich wieder den Hintergrund dupliziere und dann oben auf Bild, nein, gar nicht wahr, auf Überarbeiten, Schärfe einstellen mache, mir das Auge mal auswähle und gucke, welche Schärfe wäre okay. Ja, ich denke, das ist schon okay. Stärke 81%, Radius 3,2. Ist okay. Jetzt machen wir wieder unsere ebene Maske mit der Tonwertkorrektur. Füllen diese mit Schwarz und verbinden diese wieder. Zoomen ran und wählen jetzt nur die Augen und vielleicht die Lippen noch aus. Damit nicht das komplette Bild extrem krass scharf gezeichnet wird. Nein, ich glaube, die Lippen, die würde ich jetzt normal lassen. Ja, die lassen wir normal. So, Augen sind scharf gestellt. Und man sieht auch wieder hier den Unterschied. Wieder sichtbarer auf eine Ebene reduzieren. Und jetzt würde ich sagen, könnten wir den Augenfarbton noch etwas aufhellen, indem wir einfach wieder eine Tonwertkorrektur machen und dann mit den Mittelwerten ein bisschen rumspielen, indem wir den Regler Richtung helle Töne aufhellen schieben. So, müssen wir jetzt mal gucken. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Man kann das ja immer nach Belieben wieder abändern. Wieder mit Schwarz füllen, dass dann nur die Augen betroffen sind. So. Wir wählen jetzt mit dem Pinsel die Augen aus. Mal rauszoomen, den Vorher-Nachher-Unterschied anschauen. Ja, das passt. Ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist okay so. Sichtbarer auf eine Ebene hin reduzieren. Gut. So, und hier sehen wir dann jetzt nochmal das Endbild. Um diese Farben zu erhalten, habe ich diverse Filter drüber laufen lassen. Zum Beispiel ein Filter, wo man die Wärme des Bildes erhöht. Und Daniela dadurch eine schöne Bräune bekommt. Und dann habe ich noch einen Filter benutzt, um bestimmte Tonwerte im Bild hervorzuheben oder eher nicht. So, das war das Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich konnte euch damit etwas weiterhelfen. Hier sieht man nochmal das Original, gar nicht wahr, das bearbeitete Bild. Und nochmal zum direkten Vergleich das Originalbild. Also macht's gut, viel Spaß beim Basteln, eure Miriam. Bye bye.